Hallöchen, wieder mal! Also, neues Problemchen, ja, mal wieder eine Lösung her. Hilft nicht. Noch geht's und unter, in der Früh geht's und auf. Das Problem ist immer noch da, wenn man es nicht riecht. Also, gerade in Holz gewesen, Salbinden, kennt ihr alle. Ja. Gute Salbinden, einwandfrei, bin super zufrieden, bisher. Wird auch weiterhin so sein. Schauen wir mal. Aber, ihr seht den schönen Hintergrund. Saal ist ausgezogen. Also könnt ihr euch schon denken, was passiert ist. Das ist übrigens ein Taifun. Saalwinden haben wir auch viel gefragt. EGV 55. Und irgendwas dahinter, das ist schon weggegangen, der Lack. Ich schreibe es euch da unten hin. Für die, die gefragt haben, was das für ein Saalwinden ist. Ich bin super zufrieden. Für meinen Gebrauch gelangt die völlig. Ja. Spezifikationen, und könnt ihr alles selber rauslesen. Das muss ich nicht da erzählen, weil es das interessiert ja keinen. Könnt ihr alles selber lesen. So, Seil ist ausgezogen. Und zwar Seilbruch. Jo, Seilbruch ist passiert. Und zwar unten bei der Hochspannung haben wir wieder am Holz rausschneiden, Baum rausschneiden, ja, bei der Hochspannungsleitung, direkt an der Hochspannungsleitung dran. Dann nehmen wir die Umlenkrollen her, dass man von der Hochspannung wegziehen. Weil sonst knallt es rein, super, wunderbar, gehen die Lichter raus. Darum nehmen wir die Umlenkrollen her, dann ziehen wir selber, es sind alles, hängt gerade alle raus, Richtung Hochspannungsleitung, weil sie nur Rampen sind, also haben sie das dann nur auf der Seite. So, dann mache ich auch keinen Splintschnitt, weil da haben wir auch viel umeinander da, warum ich keinen Splintschnitt mache, weil da reißt das Holz auf und so weiter. Das ist alles richtig, aber ihr habt ja eine Baumbeurteilung gemacht in dem Video. Sieht man da irgendeine Baumbeurteilung? Sieht sie den Baum? Hat sie euch hingestellt in den Baum? Beim Umschneiden? Nein. Dann hättet ihr gesehen, dass es ein Rückhänger und ein Seithänger ist. Bei einem Rückhänger und einem Seithänger, da mache ich grundsätzlich keine Splintschnitte. Weil sonst haut man ums Gesicht um mich. Und Holzqualität geht nie vor Menschenleben. Punkt. So. Mehr will ich dazu auch gar nicht sagen. Weil da kann sich der eine oder andere das selber denken. Ich mache Splintschnitt, aber wenn es notwendig ist. So. Genau, da mache ich keinen Splintschnitt, weil bei der Hochspannungsleitung, da will ich jedes Zipfel von dem Holz, was da steht, haben als Bruchleistner, falls, als Sicherheit. Ja? Weil dann gehe ich vor der Stromleitung rein, aber die sag ich euch ganz ehrlich. Das Problem ist ein ganz stinknormaler, nichts weltbewegender Seilbruch. Ja? Passiert jeden Tag, irgendwo, irgendwer. Dieser Stahlseite ist, irgendwann ist halt das am Ende. So, ja, warum reißt es das an der Stall ab? Ganz einfach, weil da war ein Schwachstall. Ich habe ungefähr vor mehreren, zwei Monaten sind es, da habe ich auch ein Video gemacht. Das letzte Mal Holzrücken für dieses Jahr. Schaut es mal rein, schaut es euch an. Da habe ich schon gesehen, eigentlich genau in dem Video, da sind auf dem Seil an der Stall ein bisschen eine Beschädigung ist. Also da haben einzelne Adern haben ein bisschen gebrochen gewesen. Ja, aber mein Gott, ja, ich habe mich dafür entschieden, dass wir das Seil weiter verwenden, weil welche deine einzelnen Adern ein ganzes Seil austauschen, das ist ja auch Schmarrn. Ne? Naja, auf alle Fall war der kleine Schwachstall und jetzt ist halt an der Stall eigentlich jetzt ja, abgerissen. Das Ding ist im Prinzip dann in die Umlenkrollen reingeschnalzt. Ja. Klar, der Dahl, der da vorne bis zum Hocken ist, der ist dann zurückgeschnalzt in die Umlenkrollen rein und hat den auch ein bisschen erwischt, aber nicht gleich, das kann man alles ein bisschen rausschleifen. Kann man, ist ja, nicht der Rede wert, sag ich mal. So, aber jetzt ist da das Problem und ich habe bisher noch keinen Seilbruch gehabt. Seilbruch, Seilriss, was auch immer. So, und jetzt richten wir den einmal miteinander, weil es vielleicht den einen oder anderen interessiert. Wenn man das machen kann, ohne groß Werkzeug zu haben. Ich habe kein Werkzeug dafür. Also, ich muss auch von Null anfangen. Und wie der eine oder andere von euch bestimmt auch. Wenn man halt schauen, wenn wir dazu kommen, dass wir das wieder richten, weil mit dem kannst du nicht arbeiten. Ne? Als allererstes müssen wir mal schauen, dass wir den Haken da irgendwie dann wieder hinbringen. Also, das Seil anschneiden natürlich. Und dann müssen wir den Haken wieder hinbauen. Also, ich weiß nur, da gibt es ein flämisches Auge. Ein flämisches Auge, das habe ich schon mal gehört. Und das flämische Auge, das probieren wir heute, dass wir da wieder neu herstellen. Dass der Haken in dem flämischen Auge drin ist, dass wir die Hülsen
Affe pressen. Und ja, und dann müsste das Ding wieder funktionieren. Aber das erste Problem, was ich da schon habe, ist die Hülsen, weil ich presse die Affe. Keinerlei Werkzeug. Da brauchst du ordentliche Kraft. Ja, da würde ich sagen, das sind Aluhülsen. Ja, das sind Aluhülsen. Ja, und dann müssen wir irgendwie mit ordentlich Schmackes dann da verformen, dass das da so halt. Da hinten ist natürlich Verletzungsgefahr, dass das ein bisschen besser wird. Naja, ist alles nur werksmäßig. Puh. Ja, da muss man was überlegen. Flämische Auge dürfte jetzt kein Problem sein, das einflechten. Aber die Hülsen verpressen. Das, glaube ich, ist. Das könnte ein Problem werden. Weil da habe ich kein Werkzeug. Da habe ich nichts hydraulische Presse, nichts 0,0. Naja, sollte jetzt einmal wurscht sein. Das lässt sich irgendwie lösen. Auf alle Fälle ist der Schwachstuhl ungefähr 10 Meter. 10 Meter Seilhahn dann weg. Ich kürze jetzt das einfach ab, das Seilhahn. 90 geht drauf. 90 Meter, 180 Meter drauf, das gelangt. Das Seil ist eigentlich nur top in Ordnung. Innen, Herz, Kern, Zentrum ist im Prinzip auch in Ordnung. Ja, warum dann das ganze Seil austauschen? Ist ein Schmarrn. Also kürzen wir das ein. Und dann flämisches Auge drauf, verpressen. Fertig. Dann haben wir noch 80 Meter drauf, das gelang da hinten vorne. Jawohl, also, ich glaube, wir müssen als allererstes das Problem mit der Hülsen lösen, dass wir die verpressen können. Wenn wir die verpressen können, dann können wir es richten. Ohne Probleme. Ja. Mir ist auch schon was eingefallen, wenn wir die Hülsen verpressen könnten. Ja, und da überlege ich jetzt noch ein bisschen drüber, über die Idee. Und dann, wenn ich es habe, dann schalte ich ein bisschen rein. Dann zeige ich euch, wie ich gemeint habe, wie es funktionieren kann, dass wir die Hülsen verpressen. Jawohl, also bis gleich. Jawohl, so schnell habe ich gemeint, geht es nicht mit dem Material. Aber jetzt habe ich schnell angerufen mit dem Eisenhaller, habe ihm kurz das erklärt. Kleine Skizze habe ich noch gemacht, dass ich sie auskenne. Und noch habe ich das Material schon da. Im Prinzip ist es nicht tragisch, es sind 4 Trimmer, 1, 2, 3, 4 Trimmer. Einmal 8 mm Stahlplatten unten, das schon fußlastig ist, das drum, wenn man oben drauf trischt. Dann ja, Vierkantstahl, Innenhohlwandung 5 mm und dann ein Vollmaterialstahl 40 auf 40. Dann kann man im Prinzip den Teil da oben ziehen. Dann haben wir da in der Mitte drinnen, also innen drinnen, dann 2 Trimmer. Da ist im Prinzip ein Loch durchbohrt, das ist ein 24er Loch. In der Mitte ist es angeschnitten. Dann kommen da 2 Trimmer raus. Ja, schaut da so aus. Da ist ein 28er Loch drin, ein bisschen größeres. Dann kann man das da drüber stülpen. So, und dann ist im Prinzip die Presse schon fertig. Was ich jetzt noch machen muss, das ist im Motor da, das anzeichnete, habe ich gerade anzeichnet, rausschneiden, hinten und vorn, dass man da das Seil einer, ja, einerlegen kann und die Hülsen, dass man es von oben einbringt, das Seil, da tut man halt dann die Nassen, dann tut man das Seil praktisch einer, die Hülsen da oder eine und dann deren oben drauf. So. Dann steht der oben dann ein bisschen höher raus, weil der Hülsen ist mehr hoch als breit, sag ich mal. Und dann wird der oben praktisch mit dem Schlägel draufgehauen und dann drückt es die Hülsen zusammen. Zack! Dann drückt es die zusammen. Und was ich noch machen will, wie gesagt, das auszuschneiden auf der Seite und auf der Rückseite, dass man da das Seil da reinfahren kann. Und dann im Prinzip da eine Kehlnaht herschweißen, viermal um, dass das sauber auf der Plattennummer ist, dass das auch da, dass man da gescheit drauf, dass das gescheit steht und dass man da trifft, wie man da mit Schlägel und drauf hat. Genau, die zwei Sachen muss ich jetzt noch machen und dann kann man das Ding eigentlich schon hernehmen. So, ich weiß jetzt das einmal hier da und schneide das da raus und dann, wenn es fertig ist, zeige ich es einmal nochmal, wie es dann ausschaut.
Das war's, meine sehr geehrten Damen und Herren. Jawohl. Also, rundum ist schön hochgeschweißt. Jawohl. Und dann schaut das Ganze einfach so aus. Drei Teile. Einmal umad. Das ist der obere Teil. Das ist jetzt schon die Aluhülsen, die wurde reingehört. Und dann noch wieder unten drinnen nur das Gegenstückchen dazu. So. Das sind die drei Teile, die man braucht, plus Hülse. Ja. Schaut so aus. Mehr braucht es nicht. So, das ist passt genau da drauf. Jawohl, kommt rein. Zack. Kommt die Hülse rein. Da ist dann ein Seil und so weiter. Das Seil ist dann schon Pflochten und so weiter. Das machen wir jetzt dann gleich. Und dann kommt das oben drauf. Und dann schaut da die Seilschlaufe aus. Oder wenn man kleinere hat, ist auch sehr individuell. Und hinten geht das einfache Seil weiter. Und dann kommt da mit dem Schlegel. Voll egal. Wir müssen sehr cool haben, der Schlegel vorne hat richtig ein schöner, schwerer Schlegel. Bumm! Mit drei satte Schläge drauf. Drei, vier Schläge. Und dann soll es das schön reinquetschen. Jawohl. So schaut das Ding aus. So, mehr ist es nicht. Mehr ist es nicht. So, der Bremsenreiniger ist mir rausgegangen. Das Ding ist fertig. Top. Lackieren da ist nicht, weil es braucht es nicht. In dem Fall war es schon schön lackiert, aber dann, naja. Dann kommt wieder ein Kratzer hin, ist wieder umsonst gewesen. Naja, das sparen wir. Das sparen wir. Lackieren braucht man nicht. So, also, als nächster mache ich weiter mit dem Seil. Seil herrichten, wo du binden. Hülsen auf Seil drauf. Und dann wird gepresst. Jawohl. Mit Sicherheit schon. Ganz neu, eine neue Erfindung, ganz eine Neuheit, Sicherheit schon. Jawohl, flämisches Auge ist fertig geflochten. Wenn man das flecht, das schaut euch am besten anders Video von den Kollegen, ich verlinke es euch einmal, oben rechts oder links. Und naja, ich kann es in die Videobeschreibung auch nicht tun. Ja, da habe ich meinen Haken wieder drin. Flämisches Auge geflochten. Ja, wunderbar. Und da habe ich meine Aluhülsen mit ordentlich Überstand. Dann Aluhülsen draufpressen mit unserem selber gebauten Werkzeug. Das mache ich jetzt als nächstes. Muss ich aber ein bisschen von der Seite winden. Das Seil rauslassen, hänge schnell im Bulldog hoch. Dass ich da richtig schön drauf dreschen kann. Jawohl, dann probieren wir gleich das Werkzeug aus, ob es so funktioniert, und dann schauen wir uns das Endresultat an. Gas! Achtung! Gut. 2, 3, 4, 5, 6. Very nice. Das glaube ich, das sagt alles. Das sagt alles, glaube ich. Haha. Very nice. Wahnsinn. So, so schaut das fertige Endprodukt aus. Haken drauf, flämisches Auge, Aluhülsen. Ja, ich habe es jetzt bündig angeschnitten, weil ich hätte Verletzungsgefahr. Sonst reißt man sie, meiner Meinung nach, Geschmackssache, würde ich sagen. Wieder so viel zu dem Projekt. Wieder super lehrreich gewesen, hat man viel gelernt. Was kann man besser machen? Viele Sachen, gewiss. Das nächste Mal, wenn ich das Werkzeug wahrscheinlich baue, würde ich einen gehärteten Stahl nehmen. Gut. Ist wieder vom Schweißen her problematisch und so weiter. Mei. Aber wenn man jetzt das öfter macht, das, wenn der öfter was anreißt, irgendein Forstbetrieb, dann darf ich einen gehärteten Stahl nehmen und nicht einen normalen, weil ich jetzt kann, weil es
bis zum Draufhausen, irgendwann ist es zusammengehört, ist dann dieser klar. Nicht? Aber so funktioniert einmal frei, super, kann nicht besser gehen. Jetzt habe ich da mal die Stahlseite, das war hier ist. Vielleicht hat da oder andere von euch eine Idee, was ich damit machen kann. Bitte schreibt es mir in die Kommentare. Aber wegschmeißen tue ich es nicht. Vielleicht gibt es irgendwas, mir fällt jetzt nichts ein. Vielleicht fällt in einem oder anderen von euch was ein, was man da machen kann. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst. Haben wir schon das nächste Projekt oder so? Was machen wir mit Stahlsei? Jawohl. Also, ich sage wieder Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch ein bisschen unterhalten und weiterhelfen können. Bis zum nächsten Mal. Und wenn euch meine Videos gefallen, wie alle dabei, bewertet es positiv. Und abonniert den Kanal. Ich sage Dankeschön, aber dir Servus und einen schönen Tag. Jawohl!